you know what? Just don't stress out. Sit down, have a good Coca-Cola, feel good. Mein Survival-Tipp für die Comic-Con ist, holt euch einen Ausstellerausweis. Ihr müsst nicht Schlange stehen, ihr könnt schon abends aufbauen, ihr könnt morgens früh hier rein, euch gemütlich hinsetzen und habt gar keinen Stress. Quatsch, also wenn ihr Besucher seid auf einer Comic-Con oder generell auf einer Convention, sorgt dafür, dass ihr Wasser dabei habt, dass ihr fit seid, geht nicht erkältet dahin, das bringt nichts. Bleibt fit, oder? All you have to do is be very patient when you're waiting in lines, and you have to... That's one thing German can do. Yeah. And you have to love everybody, because you know, Germans are the best fans, the best people in the world. I love Germany. I just got off a plane last night. I'm jet lagged. I should be sleeping right now, but hey, I came here, why? Because of the German fans. I'm not kidding you. You guys are the best. Thank you so much. Nachdem mich der Stau auf dem Wegchen so nachhaltig beeindruckt hat und die Menschenmenge auf dem Parkplatz, die alle hier rein wollen, einer der wichtigsten Survival-Tipps fängt, glaube ich, schon vorher an, frühzeitig losfahren und am besten nicht mit dem eigenen Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. To survive a Comic-Con, man, you just gotta blend in, because there's like so many crazy fans and people out here and stuff. And most of the times the fans are bigger characters than the actors and stuff. So man, you just gotta blend in and just accept everyone. And that's the best thing about Comic-Cons, is there's such a variety of people, and it all comes together. You gotta accept everybody and their differences. So that's how you do it, brother. Ich kann sagen, Survival-Tipp für die Comic-Con, scheiße ist das, ne? Kreuze gegen Zombies, gegen komische Wesen mit Flügeln und was habe ich schon alles gesehen hier? Der Kreuze, hier. To survive in Comic-Con. You know, this is my first time at Comic-Con, and I'm very much looking forward to it. I think it's the first time in Germany as well, and apparently 30,000 people are going to be here today and tomorrow. And I've done one other like kind of signing convention before, and it was only about 3 weeks ago in Essen, and it was great to be able to interface and interact with the fans, like, you know, directly and personally, and hear their comments about what your work means to them, you know, whether it was 6 months ago or 5 years ago or 25 years ago. It was cool to hear them. They have very specific knowledge about your work and your career and specific films and specific performances. It's really cool to see. Thank you. Have a nice weekend. Unser Survival-Tipp für die Comic-Con, für eine Riesenveranstaltung dieser Art mit Menschenmassen ohne Ende, für die Leute, denen es irgendwie zu eng wird und die vielleicht so ein bisschen irgendwie sich zu arg gedrängt fühlen, einfach mal die Woche vorher nicht duschen, entsprechend schön stinken, und dann gibt es automatisch so einen kleinen Evakuierungskreis um einen rum. Oder macht es wie wir in Oberhausen auf dem Weekend of Hell, steckt euch in so einen Hazmat-Suit eine Stunde lang, geht dann hierher, es läuft. Ihr habt alles für euch, keiner wird euch belästigen. Viel Spaß! Wie könnt ihr eine Comic-Con überstehen? Also, ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, zieht euch feste Schuhe an, bequeme Schuhe, nehmt euch einen Rucksack voll mit Getränken mit, was zu essen, viel, viel Bargeld, weil ihr werdet, wenn ihr euch hier umschaut, ihr könnt euch tot kaufen, und das ist einfach mein Tipp für eine Comic-Con.